Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gaudia-Symposium 2018 in Lippstadt. Ich freue mich, dass wir so eine interessante Diskussions- und Referentenrunde haben. Ich denke, da werden noch einige spannende Sachen kommen. Ja. Das erste Symposium war ja in Köln, das war vor 2 Jahren zur Astrologie und Astronomie. Da waren auch sehr viele Spezialisten, die untereinander diskutiert hatten. Die Vorträge vor 2 Jahren sind alle auf YouTube öffentlich verfügbar. Und das ist auch ein Ziel von diesem Symposium. Wir werden die Diskussionen, die jetzt zwischen den Fachleuten und Personen entstehen, auch öffentlich machen können, damit, wenn man googelt, wenn man etwas sucht nach Inhalten zu Astrologie und Religion, dann auch auf diese Diskussion stoßen kann. Ja. Und es ist ein spezielles Thema, da kann man nicht einen großen Astra-Kongress draus machen. Und darum haben wir die Idee gehabt, das einzubetten in einen kleineren oder einen anderen Astra-Kongress und auch eine spezialisierte Schiene zu fahren hier. Ja. Vielleicht vom Organisatorischen, die Zeiten rundherum in den Essenszeiten habt ihr alle ein Blatt bekommen. Die Pausenzeiten von uns sind zum Teil nicht genau gleich wie von David Lummer, aber unten müsste immer irgendwie Mineralwasser oder Tee vorhanden sein. Das werden wir dann schauen. Für die Zwischenzeit nach der Suppe bis zum Nachtessen, dort vorne hat es Schokolade, da kann man sich bedienen. Schweizer Schokolade. Ich werde morgen wieder nachführen. Gut. Oh, das sieht ja los. Ja. Danke. Sind das schon Ostereier? Danke. Auch noch ein bisschen von mir. Ja. Dann möchte ich gerne das Wort Wolfgang übergeben. Es hat mich sehr gefreut, ihn zu kriegen als Moderator. Das war ein Problem vom letzten Symposium, hatten wir keinen Moderator und das, ja, das ist besser. Ja. Gut, können wir mein Bestes geben. Danke für die Einführung. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und wir fangen den ersten Vortrag an mit Herrn Gustav Adolf Schöner aus Hannover. Und Herr Schöner hat in Berlin evangelische Theologie studiert. Ist dann nicht in die kirchliche Laufbahn gegangen, sondern an die Uni. Und er hat dann dort auch noch Philosophie studiert und dann promoviert über die Erkenntnistheorie und Mystik bei Meister Eckhart und Kant. Das fand ich schon mal eine interessante Kombination, ich habe mich gefragt. Das geht. Ja. So, und dann lehrt sie auch schon seit 1995 dann in der Uni Hannover, besonders Latein und Altgriechisch für die angehenden Theologen, die das da dann noch lernen müssen heutzutage häufig, denn Altgriechisch gibt es nicht mehr so oft an den Gymnasien. Und dann haben sie sich habilitiert mit dem Thema Astrologie in der europäischen Religionsgeschichte. Und dieses Habilitationsthema haben die auch, die kann man auch kaufen. Und das habe ich auch sogar Zeptare mal hingelegt. Ich habe auch oben noch, das ist also, lohnt sich wirklich zu lesen. Ich habe das also mit Freude noch nicht ganz durchgelesen, aber die Sachen, die ich schon gelesen habe, waren also eine sehr schöne Zusammenfassung. Hat mir also sehr gut gefallen. Ja, schön. Ich gebe den Ring frei für den Vortrag und vielen Dank. Also das sind übrigens meine Exemplare, die kann ich nicht verkaufen. Da habe ich Notizen gemacht, aber zum anderen. Hier nicht, nein. Die hätte aber ich jetzt mal sehr nein, ich habe beim Stiel nachgefragt noch. Ach, er hat es da und kann da bestellt werden und kostet 45 Euro, das ist also bei ihm halt nicht. Man muss also auch bei ihm bestellen, also jetzt, wenn man ins Internet geht, Amazon, da wird es auch angeboten für 165, habe ich gesehen. In der Schweiz, ja, glaube ich. Das ist sehr, sehr teuer, aber sonst für 49 Euro. Ja, ja, das ist bei Stiele, genau, für 49 Euro ist das für den normalen Preis. Ja. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch zur Ergänzung, also meine Lehre hauptsächlich ist die der europäischen Religionsgeschichte. Dazu gehört dann Latein und Griechisch, jetzt seit 3-4 Jahren erst, das gab es vorher noch gar nicht angeboten.
Also wesentlich ist das Religionswissenschaft, was ich mache. Das ist nicht mehr Theologie, sondern Religionswissenschaft als ein kulturwissenschaftliches Fach. Das ist das, was ich also jetzt in der Uni seit 1995 schon lehre und forsche, wie das im Deutschen heißt. Aber zuerst mal herzlichen Dank für diese Einladung hier auch, dass ich hier mal wieder was zur Astrologie sagen darf, zur Astrologie und Religion. Das ist ein Thema, womit ich mich selber auch sehr lange befasst habe, persönlich und auch beruflich natürlich. Und ich möchte vorab auch noch gleich ein paar Bemerkungen machen, was erstens mal meine persönliche Einstellung zur Astrologie betrifft und was andererseits meine wissenschaftliche Arbeit an der Uni angeht. Weil es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und das ist oft auch missverstanden worden. Also das habe ich vor allem an den Rezensionen merken können. Was ich da gemeint haben soll, das ist mir vollkommen fremd. Also deswegen muss man das vorher auch klären, was eigentlich da meine Sache ist und was meine Sache nicht ist. Also zuerst mal persönlich, wie stehe ich dazu? Für mich ist die Astrologie evident, funktioniert einfach, praktisch erwiesen durch eine jetzt inzwischen fast 30-jährige Beschäftigung damit. Zuerst auch während meines Studiums, durch Selbststudien, das erste Buch, glaube ich, wo ich mal angekommen bin, das war Johannes Kepler, während des Studiums, wo man dann merkt, also das sind dann Leute, die durchaus angesehen sind und das vertreten. Und dann auch durch Selbststudium regelrecht, was die Astrologie betrifft, aus der Literatur. Ich habe dann auch später an Kursen teilgenommen von Claude Weiss in der Schweiz, so jetzt auch schon über 30 Jahre her, oder fast 30 Jahre her. Und habe dann auch in den 90er Jahren Astrologiekurse angeboten in Hannover. Das ist so gewissermaßen meine Innenansicht von der Astrologie. Ja? Also die sozusagen mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der Uni parallel läuft. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber das klappt. Zudem bin ich eben von Beruf Religionswissenschaftler, das ist jetzt so die offizielle Bezeichnung. Und Religionswissenschaft heißt, wir befassen uns mit allen Religionen weltweit, also kulturwissenschaftlich eben, auch mit Weltanschauungen, Kulturen, das ist also übergreifend, und zwar alle eben auch auf gleicher Augenhöhe. Es geht also nicht darum, jetzt theologisch irgendwas zu begründen, sondern die Religion zu sehen, versuchen so zu sehen, wie sie sich selbst darstellen. Das heißt also, hier gilt eben die Außenansicht, das ist eben keine Innenansicht, sondern die Außenansicht. Also nicht ist der Buddhismus wahr, ist das Christentum wahr oder die Astrologie wahr oder nicht, sondern sachgerecht möglichst. Wie sind sie entstanden? Die Umstände der Entstehung von Religionen, Synkretismen, Abspaltungen, Heresien und so weiter. Also das sind alles die Themen, die wir machen, Einfluss auf Gesellschaft und Politik. Und dann auch diachronisch von den Anfängen bis in die Gegenwart oder bis zum Verschwinden von Religionen. Das gibt es ja auch. Und die Astrologie im Übrigen wurde ja von Religionswissenschaftlern schon für verschwunden erklärt. Und das war auch der Anlass meines Buches, also dieser Habilitationsschrift, aus religionswissenschaftlicher Sicht, jetzt mal nachzuzeichnen, eine große Linie zu zeichnen, warum sie nicht verschwunden ist, warum sie nach wie vor da ist, welche Begründung sie hat. Also dieses Buch richtet sich eigentlich an Akademiker sozusagen, die von der Astrologie gar nichts halten. Also die das für vollkommen Schwachsinn halten. Das war also meine Absicht. Und die Reaktionen haben gezeigt, das hat auch manche Leute dann wohl doch getroffen. Was in der Religionswissenschaft immer auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Frage, was eigentlich Religion ist. Und zwar jetzt im Singular, nicht im Plural. Der Begriff Religion. Also was meint Religion als Oberbegriff für all die Weltanschauungen, die es darunter gibt. Und wo liegt dann die Grenze zur Nicht-Religion? Also was ist Religion und was ist Nicht-Religion? Das ist eine ganz zentrale Frage eigentlich in der Religionswissenschaft. Und daran möchte ich hier in meinem Vortrag auch anknüpfen. Also erstmal nur diesen Begriff Religion zu sehen und das dann auf Astrologie zu beziehen. Ich habe zwei Teile in meinem Vortrag. Achso, ich müsste mal hier vielleicht auch die Sache in Gang kriegen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das geht. Ja, vielen Dank. Also ich werde nicht viel das PowerPoint benutzen,
sind höchstens 3 Folien, vielleicht 2 auch nur. Also die Gliederung ist vielleicht auch das Wichtigste. Also falls Sie irgendwie nicht wissen oder falls langweilig wird, Sie wissen immer, wenn Sie da gucken, wo ich bin. Ja. Also ich habe, mein Vortrag hat 2 Teile, 2 Hauptteile. Hier sind es 3 Punkte oder 4 Punkte sogar, aber hier sind die 2 Hauptteile. Zuerst möchte ich Sie ein Stück weit in die antike Astrologie führen. Auch wenn das manchmal ein bisschen zäh ist, aber ich muss es eigentlich trotzdem machen. Und hier einige wichtige Merkmale in Bezug auf Religion nennen. Im zweiten Teil möchte ich dann den Begriff Religion etwas genauer zeichnen, wie man das heute in der Religionswissenschaft diskutiert. Und dann in Bezug zu gegenwärtigen Strömungen in der Astrologie setzen. Ich möchte auch beispielhaft dann auf Thomas Ring eingehen, weil der mir doch exemplarisch scheint für Grundsatzerklärungen und Begründungen. Ja, da ist er, glaube ich, zumindest, zumal ist er eine revidierte Astrologie, also die eben moderne Astrologie. Es sind eher theoretische Überlegungen, das muss ich vielleicht mal vorweg sagen. Ob Sie daraus einen Gewinn ziehen können, das weiß ich nicht. Weil das für die Praxis vielleicht auch nicht besonders relevant ist. Wenn man Praxis macht mit der Astrologie, dann ist das eben so. Aber es sind eben auch theoretische Fragen, die ja irgendwie auf der Hand liegen. Und jetzt fange ich an. Der Titel meines Vortrags, also die Göttlichkeit der Gestirne, suggeriert eine sehr enge Verflechtung von Astrologie und Religion. Zumindest für die Zeit, in der galt, dass die Gestirne Götter waren, Wohnsitze der Götter oder irgendwie göttlich geschaffen, mit göttlichen Kräften versehen und in der auch in der Natur eben göttliche Kräfte wirkten. Das ist vor allem die Zeit der mesopotamischen Anfänge und der griechischen und römischen Antike bis zum Abschluss der Spätantike, bis, also ungefähr 427, da wurde dann die platonische Akademie geschlossen und sozusagen damit war das antike Denken weitgehend aus der Öffentlichkeit auch verbannt. In dieser Zeit entstand und erblühte eben die Astrologie und bildete das heute eben noch gültige Gerüst der Horoskopdeutung aus. Also das alles, was wir mit den Tierkreiszeichen, Elementen, Hauptachsen, Planeten und Aspekten haben, das ist ja da alles schon zugrunde gelegt worden. Und ich möchte da auch noch etwas bleiben bei diesem Kosmos- und Naturbild und erläutern, wie Astrologie funktioniert, wenn eben der Himmel und die Natur voller Götter oder göttlicher Kräfte ist. Und das dann abzusetzen, gewissermaßen von dem, was wir heute haben. Die Astrologie als Bezugssystem zwischen Mensch und Kosmos beruht eben, solange dieses Weltbild galt, auf einer wechselseitigen Kommunikation zwischen Menschen und Gestirn. Zwischen Menschen und Gestirngöttern. Menschen beobachten und befragen den Himmelsraum und die Gestirngötter bekunden sich in irgendeiner Weise. Geben Zeichen. Zuerst mal den Lauf, ihr Aussehen, ja, das war ja in der frühen Antike auch wichtig. Ne? Venus glänzt, also schön, das, ne, Verbindung mit Schönheit und so weiter, Mars blutrot, ja, in Assoziation dann, Saturn langsam, kreisenhaft vielleicht. Und sie verhalten sich in dieser Zeit, immer jetzt in die Antike denken, sie verhalten sich intelligent. Ja? Die ganze Rhetorik in diesen Schriften spricht davon, die Planeten treten auf. Ja, wie Menschen auftreten. Ja, oder sie blicken sich an, den Aspekt. Diese Götter sind in der lateinischen Überlieferung Numen. Numen heißt nichts anderes als einen Wink geben, ja, wenn man das wörtlich übersetzen würde. Götter sind für Menschen nicht verfügbar, nicht greifbar, das wusste man damals auch schon. Aber sie bekunden sich und eben nur durch Zeichen, durch einen leisen Wink gewissermaßen. Und besonders begabte Menschen verstehen diesen Wink, den die Götter geben, Kraft ihrer intuitiven Intelligenz. Und sie formulieren daraus, in Verbindung mit dem äußeren Erscheinungsbild der Planeten, Sprachbilder. Wenn zum Beispiel dann Saturn eben die Bedeutung von Grenze, Konzentration oder Alter, ja, oder so etwas bekommt. Und die Menschen, die das sehen, beobachten, assoziieren diese Sprachbilder spiegelbildlich weiter zu Ereignissen auf der Erde, eben zu Naturereignissen, Biografien und Schicksalen von Menschen und Ländern. Und diese Verbindung von einerseits äußerer Beobachtung und andererseits gewissermaßen andächtiger Kommunikation kommt besonders in diesem Ziggurat zum Ausdruck. Das sind
Tempeltürme aus der sumerischen Zeit, also sehr alt, 2200 vor Christus, die gleichermaßen Tempel für die Gestirnwetter waren und astronomische Beobachtungsstationen. Ja, also man hatte die auch so gebaut und oben konnte man die Gestirne beobachten und gleichzeitig wurde sozusagen der Ritus vollzogen für die Götter. Aus dieser sehr frühen Zeit sind auch viele Hymnen an die Gestirngötter überliefert. Ein Beispiel, eine wechselseitige Kommunikation gewissermaßen, also deshalb ich überhaupt auf diese Kommunikation komme, zwischen Priester und zum Beispiel Inanna. Inanna Ishtar ist die Venus, später die lateinische Venus. Und das sind Gesänge, die respondieren. Ja? Der Priester sagt etwas, er singt und die Venus antwortet. Ja, ich will mal hier ein Beispiel nur nennen. Der Priester singt also, O Licht des Himmels, das wie Feuer über dem Land aufleuchtet. O Göttin, prächtig gleich der Erde bist du. Eine stürmende Frau bist du, Ishtar, Schmuck des Himmels. Ebenbürtige Schwester des Shamash, der Sonne. Und jetzt antwortet Ishtar, um Vorzeichen in Fülle zu geben, trete ich auf. Mit meinem Vater Shin trete ich auf, das ist der Mond. Um Vorzeichen in Fülle zu geben, mit meinem Bruder Shamash, der Sonne, trete ich auf, um Vorzeichen in Fülle zu geben. Am leuchtenden Himmel trete ich auf, um Vorzeichen in Fülle zu geben. Und so geht das also sehr, sehr lang weiter. Das heißt also, das Vorzeichen geben ist hier unlöslich mit der Göttlichkeit der Gestirne verbunden. Also eine Trennung gab es nicht. Ja? Auch in der Zeit nicht, in der berechnet wurde dann, ja? In der die ersten Fixpunkte schon berechnet werden konnten. Das ist etwa 2200 vor Christus, da hat man schon die Himmelsmitte berechnen können. Ja? Auch da sind diese gestirnten Götter eben Götter, ja? Und nicht einfach Todesgestein. Dann gegen Ende der Antike gibt es, also in der Spätantike, Literatur, wie Menschen mit Gestirngöttern Kraft intuitiver Intelligenz kommunizieren. Marcus Manilius ist Ihnen vielleicht bekannt, das gibt es als Universaltagebuch auch, schreibt im ersten Buch seiner Astronomica, ich zitiere hier auch mal, Priester haben durch lebenslange Gebete und Askese Gott gewonnen. Und durch seine Gegenwart erweckte dieser mächtige Gott, gemeint ist hier Merkur, in ihnen reine Gedanken und trug sie zur höheren Gottheit empor. Und er verriet sich den Priestern und diese erfassten das landsvolle Werk und sahen als Erste, dass die Schicksale an die Planeten gewandt sind und welch gewaltigen Unterschied kleinste Bewegung hervorruft. Als jede Himmelserscheinung erfasst war, also intuitiv erfasst war, machte Erfahrung durch vielfache Praxis daraus eine Lehre. Ja, also so entstand Astrologie. Ja, durch quasi Offenbarung. Und das gibt es, also diese Art von Himmelsreisen, gibt es die Fülle. Ganz wenige Ausnahmen nur, die sich naturwissenschaftlich damit befassen. Im heutigen Sinne. Also die antike Astrologie beruht wesentlich auf einem Sprachakt. Ein Subjekt unten auf der Erde befragt ein Subjekt oben am Himmel. Und aus diesem Sprachakt ergeben sich dann Sprachbilder, mythische, symbolische Bilder, die psychisch, also im menschlichen Bewusstsein verankert sind, aber eben auch im Kosmos und in der Natur wirken und auch in der Gesellschaft wirken. Mit diesen beiden Ebenen analoger Sprachbilder, oben und unten, arbeitet die Astrologie mutatis mutandis bis heute. Hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Nur, dass die Subjekte oben meistens nicht mehr als göttliche Subjekte gesehen werden. Das weiß ich mal nicht. Also in der Theosophie natürlich immer noch, in der theosophischen Astrologie. Was heißt immer noch? Also, wenn es Götter sind, dann sind es eben. Ist das so. Dazu eine Bemerkung, und zwar als Ergänzung dazu, die in die eher naturwissenschaftliche Ansätze vertreten. Und hier möchte ich mal auf Claudius Ptolemaeus so ein bisschen eingehen. Sie werden auch vielleicht gleich merken, warum. Also in der Folge der griechischen Naturphilosophie, besonders durch Aristoteles, gibt es eben auch diese Richtung, die die Astrologie versucht, irgendwie wissenschaftlich, naturwissenschaftlich zu begründen. Und in diesem Zusammenhang sitzt dann ja auch die Lehre von den Elementen und Temperamenten entstanden. Und hier knüpft ja auch häufig die Astrologie an. Also manche Richtungen und Schulen knüpfen hier an und sagen, das ist sozusagen die erste eigentlich, die ursprüngliche wissenschaftlich sich verstehende Astrologie. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist die, wie religiös gefärbt ist diese naturwissenschaftliche Astrologie? Einer der Hauptvertreter ist eben Claudius Ptolemaeus mit der Tetramiglos. Ich vermute, dass die meisten von Ihnen oder viele von Ihnen die Melanchthon-Ausgabe haben zu Hause, auch diese rote samtene Einband, sehr schön.
in der Übersetzung von Erich Winkel. Und ich möchte mich hier auch auf dieses Buch wesentlich beziehen. Ptolemäus spricht nun vom physischen Einfluss der Gestirne, was nicht so richtig passt zu diesen Kommunikationsdingen. Die Gestirngötter kommen da auch kaum vor, also ganz wenig, wird mal selten mal Aphrodite genannt oder so, das ist kaum irgendwie zentral. Die Kommunikation zwischen Menschen und Göttern scheint hier physikalischen Erklärungen zu sein. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Dennoch ist die Tetrabiblos nicht so naturwissenschaftlich, wie die deutsche Übersetzung von Erich Winkel das wird. Deswegen musste ich auch bemerken, dass ich Griechisch und Latein mache. Weil ja, ja. An entscheidenden Stellen wird nämlich nicht korrekt übersetzt oder missverständlich übersetzt. Damit werden gerade einige ursprünglich religiöse Bedeutungen deutlich abgeschwächt und bekommen eine naturwissenschaftliche Tendenz. Das liegt vor allem an der nicht präzisen Übersetzung aus dem Griechischen ins Lateinische, also nicht an Erich Winkel, der hat nur die lateinische Ausgabe vorgelegen gehabt und hat das eben doch ziemlich wörtlich präzise gemacht. Ein Beispiel nur. Im deutschen Text heißt es gleich am Anfang, erstes Buch, zweites Kapitel, es sei, Zitat, offensichtlich, dass Kräfte vom Himmel auf alles Irdische niederströmen und die Natur, Pflanzen und so weiter beeinflussen. Im griechischen Original heißt es, in meiner Übersetzung, kann man natürlich auch die Frage stellen, ob ich richtig übersetze. Nun ist es in der Tat so, dass Kräfte von der ätherischen und ewigen Natur auf die ganze irdische Natur herabkommen. Es klingt schon etwas anders, ja? ätherische und ewige Natur. Aber das muss man auch noch erläutern, das muss man wieder sehen vor dem aristotelischen Weltbild. Was heißt ja ätherische Natur? Äther ist nach Aristoteles das fünfte Element, das er selbst als göttlich bezeichnet, als Theon. Und das den ganzen Himmelsraum oberhalb der Mondsphäre ausfüllt, also auch die leeren Räume sind voller Äther, unsichtbar. Äther ist eine Art Seelenstoff und deshalb ist der ganze Kosmos auch beseelt, das sagt er auch, also, ne? Empsychon. Die sichtbaren Gestirne sind Kugeln aus verdichtetem Äther und bilden in dieser Form die Körper von Gestirnintelligenzen. Aristoteles nennt das also Nous, Geist, Seele, Vernunft. Die Gestirne haben also auch Geist, Seele und Vernunft. Und somit sind sie nach Aristoteles, und die ganze Schule folgt dem, und Ptolemäus gehört dazu, Komplexe aus Geist, Seele und ätherischem Körper. Und was es mit der irdischen Natur auf sich hat, auch die untere irdische Natur ist beseelt, die vier Elemente, Erde, Feuer, Erde, Luft und Wasser, sind einerseits physische Stoffe, zeigen aber andererseits durch ihre Mischung mit den Temperamenten ihre seelische Beschaffenheit, wenn auch unvollkommener als der Äther. Der Mensch ähnelt den Gestirnintelligenzen insofern, als er neben dem physischen Körper eben auch Nous hat, auch Geist hat, Vernunft hat. Wenn auch weniger vollkommen als die Götter. Es gibt in diesem System des aristotelisch-ptolemäischen Weltbildes also auch zwei Ebenen, die sich entsprechen. Die untere Ebene mit den vier Elementen, die obere mit dem Äther und die untere mit den vernunftbegabten Menschen und die obere mit den vernunftbegabten Gestirnintelligenzen. Jetzt muss man aber sehen, wie ist das Herabströmen zu verstehen. Also ich gehe da jetzt ein bisschen weiter, das ist schon tief, ich weiß, interessant ist, aber ich mache es trotzdem mal. Ptolemäus geht davon aus, dass die 12 Tierkreiszeichen Lebewesen sind. Er nennt sie Zodia, mit der wörtlichen Übersetzung Lebewesen. Im lateinischen Text steht einfach nur Signa und das wird dann deutsch richtig übersetzt Zeichen. Ja, und das ist natürlich abstrakt. Ja. Diese haben jeweils bestimmte Eigenschaften, die in ihrer ätherischen Substanz angelegt sind und die dann analog zum Beispiel zur Witterung der jeweiligen Jahreszeiten stehen. Das schreibt er auch. Analogon schreibt er zu den Jahreszeiten. Ne? Und übersetzt wird dann irgendwie die Ströme herab, ne? Physikalisch. Diese Eigenschaften strömen nun herab, sie strömen schon herab, ja? Wenn die Gestirne durch sie hindurchlaufen und die ätherische Substanz auf diese Weise aktiviert wird. Gebunden an physikalische Prozesse der Bewegung kommen sie auf die Erde herab und suchen nun in der Natur Gleiches. Gleiches sucht Gleiches. Ja, also Feuer, Wärme seiner seelischen Beschaffenheit sucht Feuer, Wärme hier. Ja, also Gleiches zieht Gleiches an und so werden dann die Eigenschaften in der Natur aktiviert. Ja, anders kann man das Herabströmen gar nicht vorstellen. Das würde ja alles immer drauf prallen und irgendwie
ein großes Gemansch geben. Das ist ja überhaupt nicht gemeint. Ptolemäus entwirft also eine Astrologie, in der naturwissenschaftliche Beobachtung in einen religiös definierten Kosmos eingebaut sind. Die Kommunikation der Menschen mit den Gestirnen verläuft nun nicht mehr über mythische Bilder, sondern über Bilder aus der Natur, also Feuer, Erde, Luft und Wasser. Aber auch das sind eben symbolische Sprachbilder, die im Bewusstsein der Menschen in der Natur und im Kosmos gleichermaßen verankert sind. Also Feuer ist ja eben etwas, was sozusagen Seelenstoff für Menschen ist, in Pflanzen ist, aber auch in der Gesellschaft wirkt und so weiter. Die antike Astrologie ist in allen ihren verschiedenen Ausrichtungen, das ist jetzt mein Fazit dazu, und durch alle Epochen tief in Religion und religiöse Weltbilder verwurzelt. Sie interpretiert mit ihrer Horoskopdeutung einerseits auch ganz säkulare Ereignisse, also Stadtgründungen zum Beispiel, Berufseignung, Friseurtermine, das gibt es damals auch schon. Ja. Aber indem die Astrologie das Horoskop als Spiegel des religiös definierten Kosmos nutzt, stellt sie jedes Ereignis in einen religiösen Bezug. Ganz egal, was es ist. Das hält sich auch durch das Mittelalter hindurch. So dieses Weltbild, also Thomas von Aquin redet auch von geistigen Wesen, spirituale Substantiae, dann ja die, als geistigen Wesen, die er dann aber als Engel Gottes interpretiert. Eben nicht als Götter, das passt dann eben nicht in die Theologie. Johannes Kepler macht es genauso. Die Sonne hat ein Virtutem Animalem, also ein etwas Beseeltes, ja, sagt auch Kepler. Und Martin Luther im Übrigen lehnt die Astrologie deshalb ab, nicht weil sie Unsinn ist, sondern weil, Zitat, an die Sterne zu glauben ist Abgötterei, denn sie ist gegen das erste Gebot. Ja? Er unterstellt ihnen, da werden Gestirnbedarf verkündet, das machen wir nicht. Ja? Also da ist auch nichts von Naturwissenschaft oder so drin, sondern das ist eine theologische Argumentation. Abschließend hier zur Antike. Auffällig ist, dass das Thema Karma und Wiedergeburt in der antiken Astrologie kaum vorkommt. Wenig ist mir kaum bekannt jedenfalls. Also es gibt bei Porphyrios eine Stelle, das ist nicht wirklich ein Entwurf. Obwohl Platon im 4. Jahrhundert vor Christus dafür eine sehr gute Steilvorlage geboten hat. Im 10. Kapitel in der Start beschreibt er ausgiebig, das würde ich wirklich mal lesen, also da gibt es ja auch gute Übersetzungen, weil das erstaunlich ist. Im 10. Kapitel in der Start beschreibt er ausgiebig, wie die Menschenseele nach dem Tod eine Zeit lang die Früchte ihrer Taten ernten, auch in Himmels- und Höllenregionen, und dann zu einer neuen Inkarnation schreiten. Sie müssen aus einer Vielzahl angebotener Lebenslose eines auswählen. Sie werden auch ermahnt, klug zu wählen, und sie haben die Freiheit zu wählen. Und es gibt alle möglichen Arten von Wahl. Also man kann dann wählen als Seele Mann, Frau, Berufe, König, Diener, Sklave oder was Dichter, selbst Tiere. Ja, es werden dann auch Beispiele gemacht, wie Menschen Seelen Tiere wählen, weil sie mit den Menschen so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn sie dann gewählt haben, gibt es kein Zurück, dann wird ihr Lebenslos von den Mäuren, den Schicksalsgöttinnen, an die Spindel der Notwendigkeit, so heißt das übersetzt, geknüpft. Die rotierende Erdachse. Ja, das Leben wird sozusagen an die rotierende Erdachse geknüpft. Und dann müssen sie durch das gewählte Leben durch. Ja. Das heißt, die Tierkreiszeiten sind natürlich mit verbunden. Sein. Erstaunlich ist, dass das zu keiner karmischen Horoskopanalyse geführt hat. Das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Aber es gibt diese Vorlagen. Damit möchte ich auch den Teil zur Antike schon beenden. Ich mache jetzt einen großen Zeitsprung in die Gegenwart, besser in die Moderne. Vielleicht nochmal zurück zu meiner Gliederung des. Vielleicht etwas übersichtlicher. Für die heutige astrologische Praxis mag das irrelevant sein, ob die Gestirne nun Götter sind oder von Göttern bewohnt oder einfach nur totes Gestein oder ähnliches. Methangaskörper ist ja auch. Wenn man die Regeln kennt, das Aspektgerüst, die Symbolik und das auf die normalen Lebensumstände anzuwenden weiß, also Beruf, Partnerschaft und so weiter, mag das genügen. Das ist dann ganz diesseitig, ganz ohne Götter, ohne jede Religion. Vor dem Hintergrund der antiken Tradition, die, Zitat, Mutter aller Schulen und Richtungen, schreibt Schubert Weller. Ja, die Mutter aller Schulen und Richtungen, ist ja auch richtig. Bleibt aber die Frage, wenn wir heute ein Horoskop oder Messbild oder Kosmogramm, oder wie man das nennen will, befragen, wen befragen wir dann?
wenn der Kosmos nicht mehr belebt ist? Das ist ja eine Frage sozusagen als Horoskop, als Symbol. Es sind dieselben Gestirne, dieselben Zeichen, Symbole, Elemente und so weiter, die die antike Astrologie in Kommunikation sozusagen mit dem beseelten Kosmos herausgebildet hat, mit den Gestirngöttern. Die Antike konnte Astrologie und Religion leicht zusammenbringen, mit der räumlichen Aufteilung in unten, gleich die Welt der Gegenstände, und oben die transzendente Welt der Götter. Und die Kommunikation verlief dann eben über Intuition oder die Symbolik, die ja sozusagen Intuition auch induzieren kann. Wie gesagt, für die astrologische Praxis heute kann das egal sein, aber die Frage steht eben, wie erklärt sich der Zusammenhang zwischen Mensch und Kosmos und gibt es dafür religiöse Deutungen? Ich möchte diese Frage nicht von der Astrologie her angehen, das führt, glaube ich, eher in Sackgassen, sondern umgekehrt die Frage stellen, was ist Religion heute, religionswissenschaftlich auch gesehen, aber auch persönlich, das geht beides in eins. Und was folgt dann daraus für die Astrologie? Also was ist Religion überhaupt? Aber vorbereiten doch nochmal was zur Astrologie. Und zwar, Schubert Weller hat vor gut 20 Jahren mit seinem Buch Wege der Astrologie auf, wie ich finde, auch beeindruckende Weise, die ganze Bandbreite der Schulen und Strömungen im deutschsprachigen Raum vorgestellt. Wesentlich geht es da um Methoden im Vergleich. Das zeigt auch den heutigen Schwerpunkt, dass man oft diese Grundfragen einfach außer Acht lässt, weil die Methoden so differenziert geworden sind, so vielfältig. Aber es geht auch um die weltanschaulichen Ausrichtungen. Wenn man das Buch auf das Thema Religion hindurch geht, lassen sich ungefähr zwei Grundrichtungen ausmachen. Die erste, eine eher esoterisch-spirituelle, therapeutisch auch beratende Richtung, die ihre Wurzeln weitgehend in der Theosophie des 19. Jahrhunderts hat. Und die Theosophie folgt ja der antiken Tradition, dass die Gestirne Wohnstätten intelligenter Wesen sind. Ja. Der Raum ist eine Wesenheit, schreibt Alice M. Bailey. Also der Raum ist eine Repräsentation einer Intelligenz, ja. Schreibt sie eben in esoterischer Astrologie. In dieser Richtung ist also die Religion auch klar. Ja. Da spielen dann Begriffe wie Spiritualität, Transzendenz, Esoterik, Geist, Seele und so weiter eine große Rolle. Wobei der Begriff Religion oder religiös auch eher selten vorkommt. Das ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht nichts an Schubert Weller, dass er das so in diese Tendenz auch bringen wollte, bewusst oder ich weiß es nicht. Eine zweite Richtung versteht sich eher säkular, auch beratend, die ihre Wurzeln, beziehungsweise eine Wurzel in der revidierten Astrologie, vor allem Thomas Rings hat, aber auch Riemanns und Klöpplers, glaube ich, die müsste man dann so auch nennen. Also etwa seit den 20er Jahren präsent ist. Und diese Richtung möchte sich am modernen wissenschaftlichen und humanistischen Weltbild orientieren, will ganz in der Welt sein, das Horoskop auf heutige psychologische, soziologische, biologische Themen und so weiter beziehen und nicht religiöse Fragen beantworten müssen. Ob und inwieweit diese Richtung tatsächlich ohne religiöse Voraussetzungen auskommt, darauf werde ich noch eingehen. Und ich werde es auch bezweifeln. Das kann ich nur verraten. Was mir häufig auffällt im Buch, aber auch so jetzt auch zu den Rezensionen, die gekommen sind, Reaktionen, dass der Begriff Religion vielen, die mit Astrologie zu tun haben, irgendwie nicht gefällt. Teils auf Ablehnung stößt, also bis hin, auch in manchen Äußerungen habe ich gehört, an einer gewissen Reizbarkeit. Manchmal so, Astrologie hat mit Religion überhaupt nichts zu tun, aber wohl mit Spiritualität, ja, oder Esoterik. Vielleicht rührt es daher, dass Religion als Glaube ohne Beweis verstanden wird, während die Astrologie eben empirisch arbeitet. Das ist, glaube ich, vielleicht der sachliche Grund dahinter. Oder vielleicht auch, weil Religion mit Konfession und Kirchlichkeit gleichgesetzt wird und da hat man keine guten Erinnerungen. Dann lässt man das lieber, sagt man es lieber anders. Ich glaube aber, dass beides dem Begriff Religion nicht gerecht wird. Also dann steht die Frage, was ist Religion? Auch jetzt betrachtet unter den gegenwärtigen Bedingungen des religiösen und weltanschaulichen Pluralismus, den wir haben. Also, Religion, religionswissenschaftlich. Was ist Religion aus religionswissenschaftlicher Sicht? Es wird Sie vielleicht auch nicht überraschen, wie Religion definiert wird, ist in der Religionswissenschaft höchst umstritten. Es war so umstritten, dass manche schon für die Abschaffung des Begriffs plädieren. Es gibt eine Vielzahl von Definitionen, die Religion unterschiedlich weit oder eng fassen.
Manche Religionswissenschaftler verzichten jetzt auf eine Definition und verstehen Religion als ein offenes Konzept. Das heißt, je nachdem, in welcher Kultur und in welcher Epoche man sich bewegt, definiert man Religion jedes Mal neu. Gewissermaßen als Arbeitshypothese. Das hat damit zu tun, dass der Begriff Religion ja ursprünglich lateinische Wurzeln hat und mit europäischen Implikationen versehen ist, die auf außereuropäische oft nicht passen. Also zum Beispiel, wenn in der europäischen Tradition Religion mit Gottesglauben verbunden wird und der Theravada-Buddhismus beispielsweise diesen Götterglauben gar nicht kennt, ist das dann keine Religion, obwohl die ja selber sagen, sie sind Religion. Dazu gehört dann auch die Frage, sind zum Beispiel säkulare Weltanschauungen, die sehr absolute Ideen setzen, sind die nicht auch Religionen, ja, oder nicht? Also dieser Streit hat eben dazu geführt, dass man da Schwierigkeiten mit der Bestimmung hat. Aber so ganz beliebig offen kann Religion auch nicht sein, sonst kann dann eben alles für Religion erklärt werden, also alles eben Sport oder was weiß ich, Wellensittich, Züchter oder irgendwas, irgendwelche Vereine. Es gibt also ein paar Merkmale, die einen Handlungsraum Religion markieren, in Abgrenzung zu dem, was nicht Religion ist und die mehr oder weniger auch Konsens sind. Vor allem sind es zwei Merkmale. Die erste und wichtigste ist die Korrelation von Immanenz und Transzendenz. Immanenz bezeichnet die empirisch verfügbare Wirklichkeit, also die ganz normale Welt. Transzendenz bezeichnet das, was die Grenzen der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit überschreitet, also jenseits dessen liegt. Unverfügbar ist ein Bereich, in dem dann eben auch göttliche Wesen, Kräfte und so weiter angesiedelt sein können, wirken können. Und beide Wirklichkeitsebenen, Immanenz und Transzendenz, sind aufeinander bezogen, kommunizieren miteinander. Transzendenz zeigt sich in irgendeiner Weise in Symbolen, die auch verstanden werden. Und Menschen setzen das in kulturelle Leistungen. Ja, also Literatur, Kunst, Architektur, Musik und so weiter. Ein zweites Merkmal ist, Religion fragt nach Sinn, sucht Orientierung. Religion sucht die Antwort nicht in der Welt, weil bestimmte Fragen in der Welt gar nicht zu beantworten sind. Geburt, Tod und so weiter, warum das alles? Ja. Das sind alles kontingente Dinge. Religion befragt deshalb einen außerhalb, jenseits der Grenze des Verfügbaren, einen transzendenten Raum. Und wenn von dort her eine Antwort kommt, dann ist es eine religiöse Antwort. Also wenn eine Antwort vernommen wird, vermeintlich mir wirklich, ja, es macht Sinn, weil, ja, weil Gott es so will, weil das Karma es so will und so weiter. Ne, dann ist es eine religiöse Antwort und dann ergeben sich daraus auch religiöse Formen und Verhaltensmuster, Gebet, Meditation, Riten, die dann institutionalisiert werden und zur Bildung ganzer Religionen führen können. Vorhin fand ich in dem Referat, was ich noch kurz gehört habe, kam das ein bisschen schlecht weg, die institutionalisierte Religion. Ja? Aber wie soll man sonst Erfahrungen, die gemacht werden und die auch ritualisiert werden, dann weiter transportieren, wenn nicht in irgendeiner institutionalisierten Form? Also der VDA ist gewissermaßen auch eine institutionalisierte Form und will ja etwas weitertragen und irgendwie erhalten. Ja, also, diese beiden Merkmale, also Immanenz, Transzendenz und die Frage nach Sinn, stecken also den Rahmen dafür ab, was religionswissenschaftlich Religion ist oder besser, was man als religiöses Feld bezeichnen kann. Die Frage ist nun, ob die Grundlagen der Astrologie, soweit sie Konsens sind, und die astrologische Praxis in diesem Sinne religiös sind. Was die astrologische Praxis betrifft, ist das, glaube ich, leicht zu beantworten. Das hängt jeweils vom Selbstverständnis der beteiligten Person ab. Zielt die Befragung des Horoskops und das beratende Gespräch allein auf Themen des Alltags und ihrer Bewältigung, dann bleibt Religion ausgeklammert. Ja, also wenn man über nur Partnerschaft oder Beruf redet, dann muss da nichts Religiöses mit drinstehen. Zielt es auf Sinnfragen mit Verweis auf ein Außeralltägliches, etwa, was ist meine Bestimmung? So wirkt zum Beispiel Astrodata, ja, wenn man da auf die Webseite geht. Oder woher kommen wir, wohin gehen wir? Dann bewegen sich diese Fragen natürlich auf religiösem Feld. Dann ist Astrologie, bedient Astrologie gewissermaßen religiöse Fragen. Was die astrologischen Grundlagen betrifft, das heißt vor allem die Beziehung Mensch, Natur, Kosmos als analoge Beziehung, ist es nicht ganz so einfach herauszufinden, ob hier ein Transzendenzbezug vorausgesetzt ist oder nicht. Denn hier trifft es dann alle Richtungen. Um es vorwegzunehmen,
Ich meine, Astrologie kommt ohne Transzendenzbezug nicht aus, das habe ich auch schon mal betont. Ich will das auch an einem Beispiel begründen. Ich muss dazu aber doch etwas weiter ausholen. Ich weiß jetzt gar nicht. Kriegen wir schon hin? Ja. Gut. Aber wenn vielleicht mit einer Pause mal angesagt ist, sagen Sie es auch nicht. Ja. Also ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich bleibe kurz noch bei dem Begriff Transzendenz, mache dann einen Ausflug in die Frühromantik, die Zeit um 1800, streife kurz Indien und komme dann zurück zur Astrologie und zwar besonders dann auch zu Thomas Ling. Also zuerst einmal zur Transzendenz. Manche Religionswissenschaftler sehen den Gegensatz von Transzendenz und Immanenz nicht als Gegensatz, als so mal eine Zwei-Welten-Theorie, sondern bevorzugen eher das Verb transzendieren als Hinüberschreiten, als ein Entgrenzen des Alltags, ein Entgrenzen auf ein großes, unbekanntes Ganzes. Dazu gehören dann solche Begriffe natürlich wie Ganzheitlichkeit, das liegt ja nahe, Spiritualität, auch Meditation. Dass das in die Astrologie passt, das brauche ich, glaube ich, ja nicht erst zu betonen, für viele jedenfalls. Aber ich mache jetzt diesen kleinen Ausflug in die Romantik. Religion als Erfahrung von Entgrenzung hat eine lange Tradition, deren moderne Anfänge in den Berliner und Jenaer Kreisen der Frühromantik liegen, ab 1794 etwa. Einer der bekanntesten und stärksten Wirkungen ist Friedrich Schleiermacher. Und ich will auf diesen Schleiermacher etwas genauer eingehen, weil er exemplarisch für die Romantik ist, mit indirekten Bezügen eben zur Astrologie. Also der Religionsbegriff, vielleicht vorweg schon mal, der Religionsbegriff bekommt in der Romantik einen besonderen Impuls, der eigentlich das heutige moderne Religionsverständnis auch schon charakterisiert. In seinem Buch Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern erklärt er Religion im Sinne dieser Entgrenzung. Ja, also er will Leuten klar machen, was Religion ist, die sich schon verabschiedet haben. Religion ist, Zitate, das ist jetzt natürlich eine Frage, die ein bisschen älter ist, ich habe es versucht, ein bisschen auf heutige Umgangssprache umzumünzen. Religion ist Anschauen des Universums, die Wahrnehmung der Welt als ein Ganzes, nicht in Begriffen, sondern allein im Erfühlen. Die Wahrnehmung, dass alle Teile im Universum auf eine geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sind. Der im Anschauen versunkene Mensch fühlt, dass dieses Universum ein lebendiger Organismus ist. Und dann noch weiter. Das Anschauen geht von einem Einfluss des Angeschauten aus. Das Universum zeigt sich, offenbart sich durch seine Tätigkeit. Ende der Zitate. Es gibt 200 Seiten, dass der Inhalt ungefähr ist. Allein diese gefühlte Einheit der Welt in ihrer Vielheit ist für Schleiermacher Religion. Bezeichnungen wie Gott, Götter sind fehl am Platze, schreibt er als evangelischer Theologe, der ist. Ja. Weil sie aus menschlichen Vorstellungen konstruiert werden. Die Kommunikation mit dem Universum geschieht allein über die Perzeption, das heißt über die nicht reflektierende Wahrnehmung. Ja, dieses reine Empfinden, das sich noch nicht in Spekulationen austobt. Also in Gedankenstille, könnte man sagen. Ja. Das einfach nur wahrnehmen, wie das toll ist. Die einzelnen historischen Religionen mit ihren Lehren nennt er Religionsindividuen, die ein jeweils individueller Ausdruck des Einheitsgefühls sind. Sie sind nicht Religion, die Religionen, aber sie bilden je eigene Zugänge zur Religion. Ja, sie bieten an, wie man zur Religion kommt. Schleiermacher selbst hat sich mit der Astrologie nicht befasst, aber einer seiner Zeitgenossen, August Wilhelm Schlegel, hat dann in Anlehnung an Schleiermacher geschrieben, Zitat, die Astronomie muss wieder Astrologie werden. Punkt. Das heißt, die Astronomie der toten Gestirne muss wieder zur Astrologie der belebten Gestirne werden. Das ist sozusagen sein Credo. Die Frage ist, woher hatte Schleiermacher dieses Religion ist Gefühl für das Universum? Ja, die Theologen seiner Zeit waren nicht begeistert und haben das auch gar nicht so vermittelt. Wenn man sich dann ein bisschen in den Weltreligionen tummelt, dann hört man hier Anklänge, natürlich, heute, weil wir das wissen, an das Dharma aus dem hinduistischen Kontext. Ja, also diese Einheit, diese Weltordnung, die in sich geschlossen ist und in der alles so seinen Platz hat, in sich funktioniert.
Und hier muss man dann aber auch genauer die Romantikerszene der 90er Jahre mal befragen. In dieser Romantikerszene gab es eine ausgeprägte Indienbegeisterung damals schon. Schleiermacher lebte einige Zeit in einer WG in Berlin, zusammen mit Friedrich Schlegel, einem Indologen und Altphilologen. Und er hatte eine Schrift herausgebracht über die Sprache und Weisheit der Inder. Dazu wurde dann auch die Bhagavad Gita übersetzt, also die war dann auch schon bekannt. Schlegels Leitspruch war, alles, absolut alles kommt aus Indien. Das war also, merkt man die Begeisterung. Indien galt ihm und auch vielen anderen Romantikern über eine Verkettung der Sprachen, gemeint ist das Indogermanische, wenn man da ja Sprachfamilien feststellen könnte, als Ursprung und Hort wahrer Religion. Diese Verkettung der Sprachen war wegen offensichtlicher linguistischer Verwandtschaften dann auch eine Verkettung der Religionen mit gemeint. Ja, also wenn man die Begriffe Gott zum Beispiel, Deus im Lateinischen, Theos im Griechischen, kommt man auf das Hinduistische, auf Sanskrit Deva. Ja, also da sieht man da eine Verkettung der Sprachen und dann eben auch eine Verkettung der Religion. Also alle Religionen sind im Kern auf indischen Ursprung zurückzuführen, das war die Grundüberzeugung. Und als Indienbegeisterter hatte Schleiermacher seine Schrift auch verfasst und auch das Christentum in diese Verkettung der Religionen verortet. Der Ursprung ist eben doch in Indien. Und daher hat er dann sein Modell vom Universum auch. Und nun kommt noch ein weiterer Berliner Romantiker ins Spiel, der dann für die Astrologie Thomas Rings wichtig ist, der Philosoph Friedrich Schelling, einer der drei Hauptvertreter des deutschen Idealismus. Schelling suchte eine philosophisch begründete Religion, in der Natur, Medizin und Geist zusammengeführt werden. Er nannte das Identitätsphilosophie, also die Identität von Natur und Geist. Ganz im Sinne dieses Einheitskonzepts von Schleiermacher. Und er hat einen kleinen Schrift auch verfasst, die heißt Von der Weltseele. Und da schreibt er den Zusammenhang von anorganischer und organischer Natur aus einem Zitat Prinzip. Das ist jetzt ein wichtiger Begriff für Thomas Ring. Prinzip, das die ganze Natur zu einem allgemeinen Organismus verknüpft. Dieses Prinzip ist auch in allen Metallen und Steinmetallen, in Pflanzen und Gewächsen, in tierischen und menschlichen Organen und gibt allen Dingen ihre individuelle Gestalt. Es durchdringt alles und wirkt überall und ist die gemeinschaftliche Seele der Natur, das, was die Alten den Äther nennen. Direkter Bezug also auf das Ziel. Für die Vertreter der Romantik ist Religion also ein Überschreiben der begrenzten Natur auf ein nicht näher bestimmtes geheimnisvolles Ganzes hin, ein Zusammenklingen der Naturgegenstände, auch eine ununterbrochene Kommunikation aller Teile in der Natur, ohne dass Götter, Geister, Ahnenseher und so weiter besonders genannt werden müssen. Wenn sie auch da sind, sind sie eben auch nur Teil des Ganzen. Ja, es geht hier immer um diesen ganzheitlichen Religionsbegriff. So kann man das heute vielleicht sagen. Gilt das eben jetzt auch für die Astrologie, für die analoge Beziehung Mensch-Natur-Kosmos? Die astrologische Praxis sagt, es gibt diese Beziehung, und wenn es dafür keine naturwissenschaftliche Erklärung gibt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es so stehen und sagt, ist eben so. Oder man sucht Erklärung, und wenn man Erklärung sucht, dann kommt man meines Erachtens nicht umhin, auf eben solche ganzheitlichen, man könnte sagen, transzendentalen oder religiösen Erklärungen zurückzugreifen, wie das auch in der Romantik gemacht wurde. Thomas Ring, immerhin der Begründer einer nicht-theosophischen Astrologie, einer nicht-esoterischen Astrologie, scheint das aber auch so gesehen zu haben. Das will ich jetzt noch abschließend vorstellen. Im Jahre 1956 erschien der erste Band der astrologischen Menschenkunde. Gleich einleitend stellt er die Frage, wie die antiken Gestirngötter und Symbole heute verstanden werden müssen und wie die Beziehung zwischen Kosmos und Mensch zustande kommt. Seine Antwort, die Gestirngötter müssen heute verstanden werden als, Zitat, Prinzipien des organischen Seins. Das ist wirklich aus Schelling ausgenommen. Ganzheitskräfte, die in allem Lebendigen gemeinsam sind. Oder allen Dingen innewohnende Kräfte des Lebendigen. Das wiederholt sich mal. Das ist alles, also terminologisch bei Schelling alles schon so vorgegeben. Man kann diese Passage bei Ring schnell übersehen, wenn man sich auch dafür jetzt nicht interessiert, sondern schnell zur Horoskopdeutung kommen will. Aber er meint hier eindeutig ein Weltseelenprinzip, wie das in der Romantik auch schon vorgeprägt wurde. Seine Werke enthalten übrigens keine Literaturangaben und auch im Namensindex kommt Schelling nicht vor. Das ist ein bisschen schade, aber es ist offensichtlich. Also, weil das kann nicht so. Also, das müsste dann
intuitive Intelligenz gewesen sein. Kollektives Bewusstsein. Es gibt doch eine Spur in die Romantik, die Ring mit der Romantik verbindet. Nämlich Ring studierte, vielleicht als Anmerkung noch, 1911 Grafik und kam mit den Expressionisten Wassily Kandinsky und Franz Marc zusammen. Die eröffneten genau in dem Jahr auch 1911 eine Ausstellung, die meines Wissens die Blaue Blume hieß, ich bin mir aber nicht ganz sicher, in München, mit ganz bewusstem Bezug zur Romantik und deren Spiritualität, etwa in dem Bild Das blaue Pferd von Franz Marc, das analog zur blauen Blume auch stehen sollte, mit der gleichen Symbolik, nämlich die Sehnsucht nach Unsterblichkeit und nach Erlösung. Und so kam Thomas Ring Zugang zum romantischen Denken und dann wohl auch zu Schellings Schrift, das liegt nahe. Noch einmal abschließend die Frage, an wen oder was richtet sich die Befragung des Horoskops? Wer ist eigentlich der Dialogpartner heute hinter den Gestirnsymbolen? Nochmal zu dem, was ich am Anfang, ich zitiere mich jetzt mal selber, was ich am Anfang gesagt habe. Astrologie beruht auf einer wechselseitigen Kommunikation zwischen Menschen und Gestirngöttern. Menschen befragen den Himmel und die Götter bekunden sich. Menschen verstehen das Kraft intuitiver Intelligenz und sie formen daraus Sprachbilder und assoziieren diese Bilder mit Biografien und Ereignissen in der Welt. Was hat sich an diesem Kommunikationsmuster seit der Antike geändert? Die Götter sind weg, für Thomas Ring zumindest. Die Götter sind weg, Gestirne und Tierkasteien gelten nicht mehr als Lebewesen, zumindest eben nicht in dieser dominierten Astrologie. Aber wenn an deren Stelle Prinzipien treten, lebendige Ganzheitskräfte oder wie man die auch sonst bezeichnen möchte, dann sind diese ebenso transzendent wie die Gestirngötter. Was denn sonst? Dann ist das eben ein solches Weltseelenprinzip wie der Äther oder wie es in der Romantik formuliert wurde. Und solange keine bessere Erklärung für den analogen Zusammenhang von Mensch und Kosmos gefunden ist, bewegt sich meines Erachtens die Horoskopdeutung auf religiösem Feld. Jetzt bin ich am Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hervorragend, wieder Zeit geblieben. Ja, warum? Das ist ja auch gut. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, direkt zu diesem Vortrag Fragen zu stellen. Wir machen nach dem zweiten Vortrag dann auch mal eine größere Diskussionsrunde, wo wir dann eben über den größeren Zeitraum auch viele Fragen von verschiedenen Seiten auch beleuchten können und auch besprechen wollen. Aber jetzt mal direkt noch zu dem Vortrag Fragen, Verständnis oder auch nochmal Nachfragen. Ja. Raphael. Ja, vielen Dank. Ganz interessant. Ich habe das Buch gelesen, deshalb kam mir nicht viel bekannt vor, aber das war mal eine schöne Zusammenfassung von mir. Sie haben gesagt, so sinngemäß in der alten Astrologie findet man, in der astrologischen Literatur findet man ja gar keinen Bezug zu Karma oder zu all diesen Dingen. In Spuren. Ja. Ja, oder nur in Spuren. Was ja richtig ist, wenn man nur die astrologische Literatur anschaut. Ja. Ich meine, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der alten Literatur, auch mittelalterlicher Literatur. Bei den Arabern zum Beispiel ist es ganz extrem. Da liest man ein Astrologiebuch und da kommt gar nichts vor, was nicht astrologisch ist. Bei den Griechen kommt man so eine Einleitung, bei Ptolemäus oder bei Philo Kopaternus, die irgendwie so einen Bezug herstellt. Aber das ist immer nur so einleitende Worte. Ich glaube, die Alten haben einfach so ein Buch geschrieben, um Astrologie zu lehren und haben den Kontext vorausgesetzt. Ja. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass das nicht vorkommt, aber das heißt ja nicht, dass der Astrologe, der praktizierende Astrologe diesen Kontext natürlich kannte und mitdachte. Das ist wäre meine These dazu. Wie man ja dann bei Porphyrius oder bei Plotin oder bei den hermetischen Schriften und so weiter findet. Ja, also das sehe ich auch ganz genauso. Das war selbstverständlich. Ja. Das wollte ich auch zum Ausdruck bringen, also wie eng das miteinander verwoben ist und dass es gar nicht anders ging, als dass es sozusagen religiös verstanden wurde. Worauf ich nur hinweisen wollte, ist, dass dieses spezielle Karma und Reinkarnation nicht vorkommt. Ja? Obwohl das eben bei Platon sehr ausführlich und sehr, sehr plastisch auch beschrieben wird. Ja? Also Platon ist ja nun mal auch damals schon eine Autorität gewesen, also platonisch, das galt ja schon als
schon richtig von vornherein. Vorher hatte das Platon, kann das sein, dass er mal in Indien war, dass da ja. Eher wahrscheinlich, also was man historisch sehen kann, ja, das, genau das weiß man nicht. Also er hat Eudoxos von Kindos und Platons Schüler, war in Ägypten. Das ist das Einzige, was man finden kann. Was möglicherweise dann später passiert ist, ist, dass das Plotin, das ist ein Nordplatoniker sozusagen, dass der mit Indien in Berührung kam. Aber Platon wahrscheinlich selber nicht. Ja? Wie das zustande kommt, weiß man nicht. Ja, wenn es Karma und Reinkarnation gibt, dann, also er beschreibt ja einen Mythos und offensichtlich, ja, ein Mythos, der Mythos vom Er heißt das, Er. Das ist also ein Mensch, der schon für tot gehalten wurde und schon auf dem Scheiterhaufen kommen sollte und in dieser Zeit eine Himmelsreise gemacht hat und dann zurück in seinen Körper kehrt, mit dem Auftrag zu berichten, was nach dem Tod passiert, ja, sozusagen als Magier. Und das ist eine persische Überlieferung. Also bis Persien immerhin ist das irgendwie gekommen und vielleicht von der anderen Seite her auch beeinflusst. Also man weiß nicht, was da wirklich an Eigendenken ist, was Karma und Reinkarnation betrifft oder durch Einfluss aus Indien dann kam. Aber es gab ja auch Austausche schon, ne? Auch über, durch die Alexander. Ja, das ist aber später. Ja, das ist später, klar. Das ist natürlich dann da, also das bezeichnet man ja als Hellenismus, mhm. Also wo der regelrechte Kulturaustausch mit den weiter östlich liegenden Kulturen. Ja. Kulturaustausch haben wir zwischen Sumerer und Harappa-Kultur schon. Das ist 3000 vor Christus. Also da hat man. Ja, ja, das ist, wobei die Sumerer ja eine offensichtlich isolierte Sprache sind auch. Ja, die ist also eben, das kann man eben durch Sprache vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass die wesentlich nicht durch Einflüsse von außen so entstanden sind. Die Akkader kamen, die sumerische Poliskultur, und die haben dann das übernommen. Ja, ich meine, die Harappa-Kultur in Indien, die Bundesbasis, da hat man ja nachgewiesen, dass es da zum Beispiel Funde gibt aus der Sumerer-Kultur, wo sie Töpfer war oder aus der Harappa-Kultur. Also da gab es einen Transfer, den wir normalerweise denken. Ja. Das ist meine Vermutung. Nee, sicher, also das glaube ich, dass auf alle Fälle, dass es da Transfers gab. Also es gibt vielleicht so eine Schnittstelle, wo dann trotz des Transfers oder wo das, was transferiert wurde, umgedacht wurde ein Stück weit. Und das ist dann eigentlich Zarathustras im Iran, wo dann dieser ganz starke Dualismus auf einmal aufkommt. Ja, von diesseits und jenseits, von Gut und Böse und so weiter. Ja, das ist ja nicht eine jüdisch-christliche Erfindung, sondern das kommt ja daher aus dieser Zarathustra-Religion. Und das ist dann ein Stück weg von dem indischen Denken, das eher monistisch denkt. Ja, das ist, aber, ja, Austausch. Ja. Zum Luther nochmal zurück. Melanchthon soll ja sehr stark astrologisch dich beschäftigt haben. Ja. Haben die sich damit unterhalten? Doch, haben die sich. Sie haben sich sehr unterhalten. Gerade darüber haben sie sich unterhalten. Und, also Luther hat ihm auch vorgeworfen, dass er sich mit solchem Mist befasst. Und Luther, umgekehrt, Melanchthon hat ihm auch Reisetipps gegeben. Also, dass er. Irgendwo wollte Luther mal nach Dänemark und da hat Melanchthon wegen irgendeiner Neumond-Eklipse gewarnt und da ist Luther tatsächlich zu Hause geblieben. Also Luther war da nicht ganz eindeutig. Er hat auch zum Beispiel Luther hat selber auch ein Vorwort zu der Lichtenberger Ausgabe geschrieben, in der er sozusagen die Astrologie vollkommen befürwortet. Das ist richtig, was die da schreiben, ja, mit der Prognose eines Propheten, der da kommt. Hat er auf sich bezogen. Der Prophet ist. Ja, aber er war eben sozusagen, Melanchthon hat gesagt, also die Gestirne sind Werkzeuge Gottes. Ja? Luther hat das strenger gesehen, hat gesagt, wir brauchen keine Werkzeuge Gottes über die Gestirne, sondern wir haben Christus allein. Ja, naja, ein bisschen dickköpfig war er. Naja. Hat er auch nicht mal gesagt, Sumus Domini, wir sind des Herrn, oder? Wir sind die Herren, 2,2 ist halt nicht übersetzt. Naja, wir sind die Herren. Naja, er meinte sicher, also wir sind des Herrn, das ist schon seine Sprache. Mhm. Ja, also wir das ist dem Genitiv besser. Ja. Ja. Ich habe nur eine kurze Ergänzung mit dem Thomas Rinn und seinem urgammischen Prinzip. In einer früheren Schrift, wohl in den 40er Jahren herausgekommen, ja. Die hat den Titel der Welt ein Organismus.
Nochmal? Wie wählt ein Organismus? Ja, ja. Da geht es ganz genau nur um diese Themen. Ja, genau. Das ist also lebendiger Organismus, also ne, lebendige Prinzipien, die als Ganzes wirken. Also ich finde, da ist er entweder von selbst drauf gekommen oder hat es aus der Romantik, ja, wo das so genau so formuliert worden ist. Ja, ich habe eine Verständnisfrage. Und zwar hast du gesagt, Erich Winkel ist der Übersetzer von Tetrabibos. Diese rote Ausgabe, Gesamten, da steht noch drin, nach der selten besorgten Ausgabe von Philipp Melanchthon. Hat denn Melanchthon aus dem Griechischen ins Lateinische falsch übersetzt? Und das war die Ausgabe, er hat nicht übersetzt. Also er hat, das weiß ich nicht, das ist auch nicht genau überliefert. Also er hat sowohl Griechisch als auch eine lateinische Ausgabe besorgt. Melanchthon, der hat diese Ausgabe neu aufgelegt. Ja? So, ob er das selbst aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt hat, das weiß ich nicht. Und man muss auch sehen, diese Übersetzung vom Griechischen ins Lateinische, das ist kein böser Wille. Ja, das sieht man auch, sondern das ist genau da dasselbe. Nee, das, dass die natürlich wussten, was dahinter steht. Wenn Lateinisch gesagt wird, das sind Signa, Zeichen, da wusste man, dass das verstanden wurde als Zodion, als lebendes Wesen. Ja? Bloß das ist dann irgendwie später auch einfach verloren gegangen in der Zeit, in der dann eben materialistisch gedacht wurde. Ja? Also, das sind nur eine Verkürzung, die in der lateinischen Ausgabe drin sind, die wahrscheinlich nicht bösartig waren. Also ich weiß es nicht. Also das heißt, ich darf nicht sagen, Melanchthon hat das aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, das ist gar nicht sicher. Das kann, sicher ist es nicht, ob er das gemacht hat. Ach so, ja. Ich dachte, das sei, wüsste man. Nö. Also, dieser Erich Winkel wird ja erwähnt in der Tetrabibel? Ja, na klar, im Index. Ah ja, okay. Das steht drin, also in der Übersetzung von Erich Winkel von 1925. Ah ja, gut, das habe ich irgendwie übersehen. Danke. Ja. Und der hat eben, das ist ganz deutlich die lateinische Ausgabe gefunden. Ja. Ja, weil er das genau, sehr genau übersetzt hat. Okay, dann nein. Bitte. Aber kann man das denn wirklich religionswissenschaftlich gesichert sagen, dass die lateinische Übersetzung nicht irgendwie mutmaßlich anders verstanden wurde oder als die griechische Übersetzung? Ja, das kann man natürlich nicht sagen. Ich meine, es war doch auch ein Stück weit, also die Sprache der Kirche und dass da die Astrologie seiner Zeit keinen sehr starken Stellenwert hatte. Also das ist, glaube ich, ein Irrtum. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Weil die, also Latein war auch die Gelehrtensprache, war nicht nur die Sprache der Kirche, war nicht nur Liturgiesprache, sondern aller Gelehrten. Und es gab kaum eine Universität in ganz Europa nicht, wo es nicht einen Lehrstuhl für Astrologie gab. Selbst in der Zeit gerade, in der Vatikanischen, in der Sapienza, da war ja der Gaurico, Luca Gaurico, Astrologe. Ja. Also das glaube ich eher nicht. Aber ich sage mal, das Verständnis dessen, dass quasi Gott die Gestirne lenkt, das ist doch eine Interpretation durch eine kirchliche oder christliche Auffassung. Das sehe ich das falsch? Es gibt eine von Platon auch, die Schrift Timaios, die die Schöpfung berichtet. In der Schöpfung wird berichtet, der Gott, den man damals in griechischer Philosophie auch als einen fernen Gott irgendwie annahm, hat als erstes die Weltseele geschaffen, hat die Weltseele in Kreuzform über die Welt gelegt und da hinein sozusagen die Götter geschaffen und dann, die Götter haben dann die Planeten geschaffen und dann haben die Götter auch die Menschen geschaffen. Also das ist eine Hierarchie. Das ist von dem ersten christlichen Apologeten, Justin, genauso übernommen worden. Der war erst Platoniker und hat gesagt, das ist das Kreuz Christi. Ja, dass sozusagen die Welt schafft, die Seele, Weltseele schafft, die Gestirne schafft und die Menschen dazu. Also das gehörte eigentlich schon in den ursprünglich christlichen Kontext alles rein. Und die Bildsprache wurde aber einfach nicht mehr verstanden. Wurde nicht vermittelt. Ja, also die wurden nicht mehr vermittelt und vor allen Dingen wurde dann eigentlich diese Engführung nur Christus. Ja, nur Christus. Das hat im Grunde das alles aussortiert. Ja. Ja. Und vielleicht in dieser frühen Neuzeit, also 17. Jahrhundert, kann man schon davon ausgehen, dass das ist ja auch die Geburtsstunde gewissermaßen der Wissenschaften dann, dass man dann auch materialistisch anfing zu denken. Da gab es viele in der Chemie und so weiter, die so materialistisch dachten, die das vielleicht dann auch so verstanden haben. Ja? Das ist ein Prozess sicher in der Richtung
materialistische Weltdeutung auch. Ne? Ja. Mhm. Weitere Fragen? Viele, aber später. Ja, viele, das ist doch. Gut.